Dieses Video befasst sich mit der Wanderungsgeschwindigkeit. Zuerst kommen wir dazu, was Wanderungsgeschwindigkeit überhaupt ist und worauf sie beruht, bevor wir uns ihre Berechnung und eine Skizze zur Veranschaulichung etwas genauer angucken. Um das ganze Thema nochmal zu verdeutlichen und am Ende abzuschließen, schauen wir uns dann nochmal die Wanderung von Permanganat-Ionen experimentell genauer an. Wer noch nie etwas von Wanderungsgeschwindigkeit gehört hat, wird sich jetzt erstmal fragen, was das überhaupt ist. Der Definition nach ist die Wanderungsgeschwindigkeit die Geschwindigkeit der Wanderung solvatisierter Ionen zwischen den Elektroden in einem elektrischen Feld. Solvatisierte Ionen sind dabei in polaren Lösungsmitteln gelöste Ionen, die durch ihre elektrische Ladung Kräfte auf die Lösungsmitteldipole ausüben. Da wir jetzt kurz geklärt haben, was Wanderungsgeschwindigkeit eigentlich ist, können wir uns jetzt damit befassen, worauf sie beruht. Und zwar handelt es sich dabei um die Eigenschaft, dass unterschiedlich geladene Ionen im elektrischen Feld zu unterschiedlichen Polen wandern. Die Kationen wandern zur Kathode und die Anionen zur Anode. Die Wanderung beruht auf unterschiedlichen Kräften, die wir uns in der Berechnung nochmal genauer anschauen werden. Kommen wir also jetzt zur Berechnung. Grundsätzlich setzt sich die Wanderungsgeschwindigkeit aus zwei einander entgegenwirkenden Kräften zusammen. Die erste Kraft Fe, die für die Bewegung der Ionen verantwortlich ist, lässt sich mit z mal klein e mal groß e errechnen. Z ist dabei die elektrochemische Wertigkeit, klein e die Elementarladung, die ja bekanntermaßen bei 1,602 mal 10 hoch minus 19 Coulomb liegt, und eben groß E, was die elektrochemische Feldstärke in Volt pro Meter ist. Die Stokesche Reibungskraft, die Fe entgegenwirkt, kann durch 6 mal Pi mal Eta mal R mal V berechnet werden. Hier ist Eta die Viskosität des umgebenden Mediums, R der Radius des hydratisierten Ions und V unsere Wanderungsgeschwindigkeit. Nach einer kurzen Anlaufphase kann man nun V aus einer Zusammensetzung der beiden Gleichungen berechnen. Diese lautet dann z mal klein e mal groß e durch 6 mal Pi mal Eta mal R. Wenn wir uns jetzt die Skizze eines Ions im elektrischen Feld anschauen, fällt auf, was wir eben in der Berechnung schon festgemacht hatten, nämlich dass die Stokesche Reibungskraft der Bewegungskraft Fe entgegenwirkt. Nun wandert das Ion je nach seiner Art zur Anode oder zur Kathode. Was ihr jetzt hier sehen könnt, ist ein Experiment zur Wanderung von Permanganat-Ionen in einem elektrischen Feld in Zeitraffer. Für diesen Versuch wird eine 0,005 molare MnO4-Lösung, die mit 80 Gramm Harnstoff pro Liter versetzt wurde, über einen Hahn in das U-Rohr gefüllt, in dem sich vorher schon eine Kaliumnitratlösung befand. Wenn man das vorsichtig genug macht, kann man ganz deutlich eine Grenzschicht zwischen den beiden Lösungen erkennen. Jetzt legt man einen Stromkreis an, der bei 3 Volt pro Zentimeter für 10 Minuten lang läuft. Schon nach kurzer Zeit fällt auf, dass die lila Permanganat-Ionenschicht zur Anode wandert und damit rechts höher steht als links. Jetzt muss man nur noch 10 Minuten lang alle 2 Minuten die Steighöhe der Permanganatschicht dokumentieren und kann dann seine persönlichen Werte ausrechnen. Und das war's dann auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenigstens ein bisschen weitergeholfen.